Die Schafbergbahn am idyllischen Wolfgangsee ist eigentlich eingewintert. Eigentlich verständlich bei den tiefen Temperaturen, aber nur eigentlich. Denn jetzt im Dezember ist die Bahn wieder einige Tage unterwegs. Heuer das erste Mal haben wir uns entschieden, dass wir noch höher hinauffahren, auch im Advent. Wir sind jetzt auf der Station Schafbergalm, wo wir alles etwas weihnachtlich geschmückt haben und sind auf 1365 Meter. Und von hier hat man schon einen wirklich schönen Blick auch über den Wolfgangsee und über die Region. Diesen Blick konnten die Gäste am letzten Adventwochenende sogar gemeinsam mit dem Christkind und den drei heiligen Königen genießen. Die Schafbergbahn fährt von 25. Dezember bis 1. Jänner im Halbstundentakt auf dem Berg. Ein Erlebnis für alt und jung. Es ist auf jeden Fall ein Familienprogramm, weil wenn man sieht, wie die Kinder jetzt im Schnee das genießen und eine Schneeballschlacht machen und die Eltern können beim Zuschauen einen Punsch genießen. Also ich glaube, es ist für die ganze Familie was dabei. Während am Berg Punsch und Ausblick genossen werden, wird im Tal noch fleißig gearbeitet. Die neue Talstation, das Erlebnisquartier am Wolfgangsee, wird derzeit fertig gebaut. Schon in wenigen Wochen geht es in den Probebetrieb. Es läuft alles planmäßig und programmgemäß. Wir werden Ende Februar circa fertig werden, werden dann siedeln, dann ist die Inbetriebnahme und wir freuen uns schon so auf die Saisoneröffnung am 29. April im neuen Erlebnisquartier. Davor gilt es am Wolfgangsee aber noch die weihnachtliche Stimmung zu genießen. Sowohl die Schafbergbahn als auch die Wolfgangsee-Schifffahrt fahren noch von 25. Dezember bis zum Neujahrstag. Alle Infos finden Sie auf www.5schätze.at.